Hallo, hallo, zurück. Ohne viel Umschweifen machen wir jetzt da weiter, wo wir auch aufgehört haben. Ach, von da bin ich gekommen. Gibt's hier Medipacks für mich? Nein. Der Computer sagt nein. Ja, ich bin. Hattest du gerade ein bisschen Angst vor mir? Ein bisschen. Aber das legt sich wieder. Jetzt muss ich mal ganz schnell mir die Waffe, eine Waffe, andere Waffe aussuchen. Mir eine Waffe, eine andere Waffe. Ja. Kathi, ist alles in Ordnung. Verfügbare Munition. Tana 21 von 400. Ja, was willst du denn? Und warum kann ich die dann nicht mehr benutzen? Jetzt. Danke. Rechts oder links? Links. Ich hüpf auch gerne in offene Spinnen, ne? Ja, dann verstecken wir uns da. Und dann spielen wir Patrick. Verbinde die Punkte. Hab ich was bestellt? Es ist zu klein. Jetzt kann nur Lara. Bis ich dich töte. Selbst das würde das Artefakt nicht. Mann, ist der hässlich. Wirklich schön, dich wiederzusehen, Lara. Die Unterhaltungsmöglichkeiten in diesem Probenglas sind begrenzt. Meine größte Erheiterung ist es, Amanda zu beobachten, wie sie dir nachjagt. Das Riesenadler. Sie wollen wohl ewig leben. Das muss gerade du sagen. Sie haben Amanda von Avalon erzählt. Wir haben nicht viel Zeit, überlege also gut, was du fragst. Was wissen Sie über meine Mutter? Das Podium, das ihr in Nepal entdeckt habt, ist Teil eines, sagen wir, eines Reisegeflechts. Es brachte deine Mutter nach Avalon. Mein Vater hat nach Avalon gegraben, aber nur Mittelheim gefunden. Wie ist es dazu gekommen? Richard hat die falsche nordische Unterwelt gefunden. Seine Mutter ist nicht in Mittelheim. Sie ist in Nepal. Wo ist das? Das werde ich dir sagen. Irgendwann. Aber wenn es soweit ist, brauchst du Thors Hammer, um dahin zu kommen. Vielleicht noch zu mehr Glück auf der Suche als dein Vater. Was wollen Sie damit sagen? Deine Antwort liegt an der Westküste Thailands. Sie ist sehr bereit. Oh, weg ist er. Das war Amanda und Nadla, die wir aus dem ersten Teil kennen, glaube ich. Tagebucheintrag freigeschrieben. Naja, aber mit Nachnamen. So. Amanda hat mir nie verziehen, dass ich sie damals in Peru für tot hielt und im Grab der letzten Königin von Tiwanaku zurückließ. Als ich erfuhr, dass sie überlebt und sich selbst befreit hatte, wusste ich nicht einmal, ob ich mir verzeihen würde, aber nach unserer Auseinandersetzung auf der Suche nach Excalibur hatte ich kaum noch Schuldgefühle. Und seit ich weiß, dass Amanda in die Sache mit meiner Mutter verwickelt war, sind sie ganz verschwunden. Es gab nur einen Grund, warum ich sie nicht getötet habe. Ich will wissen, was sie weiß. Aber wenn sie vorhat, mich umzubringen, muss ich meine Taktik wohl ändern. Ja. Cool. Nadla war die unsterbliche Königin von Atlantis und zuletzt Präsidentin von Nadla Technologies. Halt mal, ich fresse jetzt. Irgendwie sind ihr wohl die mächtigen Artefakte ihrer Herrschaft vor ein paar tausend Jahren abhandengekommen. Also hat sie irgendwann angefangen, ihr ganzes Wissen zu benutzen, um die Relikte aus antiken Städten in aller Welt zu bergen. Ihr Ziel ist der Beginn eines siebten Zeitalters, das nach allem, was ich weiß, für die Menschheit alles andere als erfreulich wäre. Ich hatte sie auf einer abgelegenen Insel begraben, aber Amanda hat sie ausgebuddelt und hält sie neuerdings als ihre private Enzyklopädie Atlantica gefangen. Ich hoffe, Amanda ist klar, dass sie auf einer tickenden Zeitbombe sitzt und Nadla ihre eigenen Ziele verfolgt. Moment, ich kann nicht lesen. Du hast ein Wort falsch ausgesprochen. Wo? Enzyklopädie. Das heißt aber nicht so, du Honk. Aber du musst es so vorlesen, wie es das ja, geht. Ja. Ja, ja, ich leck mir mal Arsch. Wo muss ich denn jetzt? Keine Ahnung. Ist der Nadla oder wie die heißt hinterher oder so? Medipack? Nein. Medipack? Put, put, put. Oh, da brennt so weit. Da gehe ich nie lang, ich gehe hier lang.
Danke, vielen Dank. Ich gehe hier lang. Du bist geil. Wie die Hände da vorne. Schon heißer Dampf. Was ist jetzt? Alter. Was soll das? Ja, wo bist du jetzt mal weiter los? Bist besoffen. Was halten Sie umschalten, um zu sprinten? Was soll ich denn sprinten? Oh. Ja. Übel, ey. Ich würde mal weiterrennen. Das ist geil. Ja, weiterrennen, du. Rennen! Ja, ich mach das schon. Du wirst geschmissen. Das war jetzt voller mal Glück, war. Ich wollte auch was sagen. Ich hätte das nie gekonnt. Ich wusste nicht mal, wo es lang geht. Sieht eklig aus, wie die da hängt, so, wie so ein Frosch, ey. Aber ich bin da jetzt einfach mal raufgesprungen und es war ja richtig, so wie es aussah. Ja. Rechts oder links? Boah, wow, einfach weg. Rechts war schon richtig so. Wird ja mal schneller klettern. Oh. Nein! Boah, oh, was so ein Schwein, ey. Schon wieder viel zu viel Adrenalin für mich. Ja. Auf jeden Fall. Das ist die kleine Karte nie gewohnt. Nee. Ah! Ich hab da eine Leiter gefunden. Los, schnell, 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 schnell. Ja, und was nun? Links? Nee, hinter. Doch nie. Doch nie. Wo und da? Müssen wir mal gucken. Ich würde es ja mal so machen, wa? Jo, kletter doch! Oh, Alter! Die macht mich schon wieder völlig fertig hier. Nervlich. Ey, komm, Kanickel. Wie? Komm, Kanickel? Naja, ist doch wahr, oder ne? Ja, und nu? Links. Ja, wie soll ich denn links kommen? Achso, was ist macht denn? Macht Sinn. Ah, okay. Darauf. Um Gottes Willen. Ja, sehe ich auch so. Hast du das Balancieren ja gelernt, wa? Mal da oben würden jetzt Kate und ja. Leo dastehen. Ja. Schicken, nein, mein Handschuh! Hast du den Handschuh? Sehr schön. Das ist nur leider. Nein, du hast die anderen Parts nie gesehen, dann hättest du gewusst, dass das ein Handschuh ist. Und es ist nämlich kalt, verstehst du? Ah! No? Das zweite Part haben wir den zweiten Part. Den zweiten Handschuh dazu haben wir schon verloren. Ach, gut! Aber wir wollten jetzt so eine Hand werden. Laut Nadler sind Avalon und die nordische Unterwelt Helheim ein und derselbe Ort. Niemand kann das Reich ohne Mjolnir den Hammer des Donnergottes betreten. Hat mein Vater in Thailand etwa Thors Hammer gesucht? Bin ich Moses? Oh, also das mittlere ist hübscher. Okay. Danke. Sturmgewehr. Es ist scheißegal, ich kann dann eh wieder entscheiden. Achso. Also, ja. Oh Mann, oh. Ist das vollkommen egal. Ich weiß, dass du etwas möchtest, aber es gibt es nicht. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein, ich muss mich jetzt auf Thailand konzentrieren, ich krieg dich dazu. Hör auf, die denken jetzt alle schweinische Sachen von uns. Nein, um Gottes Willen, ey. Ich hasse diese langen Ladezeiten. Wollen wir noch was singen zwischendurch? Ach, oh, schade, jetzt geht's immer hier.
Keine der Ruinen ist von hier unten zu sehen. Und wenn Vater hier gewesen ist, hat er keine Spuren hinterlassen. Was zum Teufel hat Thailand mit Wikingern oder Ruinen unter dem Mittelmeer zu tun? Oder mit Avalon? Helheimsee. Verschiedene Mythen benutzen unterschiedliche Namen, aber es geht immer um dieselben Relikte aus der antiken Welt. Und eines dieser Relikte lebt immer noch. Ich möchte nicht in Amandas Haut stecken, falls Nagla freikommt. Ich möchte in keinem von uns stecken. Die hat niemals Tschüss gesagt. Oh, also, Überreste. Also für die Kerle unter euch war der Anblick ja gerade mal übelst genial, oder? Ja, es war nicht zu sehen, groß. Thailand-Expedition. Ich weiß nicht, wie eng mein Vater mit Natla zusammengearbeitet hat oder ob sie mich anlügt. Fest steht allerdings, dass sie ihre eigenen Pläne hat. Wenn sie mir Informationen gibt, dann nur, weil wir dieselben Ziele verfolgen. Ich kann also nur vermuten, dass es hier etwas gibt, das mich Avalon näher bringt. Egal, ob Vater diese Städte erforscht hat oder nicht. Ende. So, ich würde sagen, hier ist gerade schöner Kontrollpunkt. Deswegen machen wir hier einfach einen Schnitt und machen im nächsten Part weiter. Tschüss, bis dahin. Macht's gut, tschüss.